Oder wo gibt es noch irgendwas Tolles? Oh, eine Kiste gibt es hier noch. Cool. Danke, Raben. Ich mag die Raben irgendwie. So, was gibt's hier oben Schönes? Cool, ein Waschbecken. Lass mal baden. Nein, Spaß. Hier hat alles geschlossen. Schade. Hier gibt's wirklich nichts Tolles. Dann gehen wir mal hoch. Oh. Hier haben sie wieder Leute umgebracht. Kann man nichts machen. Da, da, da. Wir rauben Leute aus. Und es macht mir nichts aus. Ja. So sieht es aus, meine Freunde. Wir gehen durch die Tür. Und gehen zum nächsten Riss. Ja. Keine große Herausforderung. Bitte sehr. Danke. Na dann. Bitte sehr. Oh oh. Haha, cool. Ach so macht man das mit dem Wasser. Kurz, hier so aufladen. Und dann holt man die Typen und zieht sie zu sich. Cool. Haha, das ist ja cool. Ja, wenn man den Bogen raus hat, dann machen die Sachen hier richtig Spaß, die Fähigkeiten. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Ja, komm. Mach ich doch. Der Propaganda-Buchladen für die Kinder. So, warte. Ach, ein Spielzeugladen, ist das cool. Ein Bücherspielzeugladen. Ja, warte kurz. Wir klauen schnell noch ein bisschen Geld, gell? Wie das so üblich ist. In Columbia. Danke. Prima. Sehr schön. Und jetzt gehen wir hier mal in den Laden. Ich bräuchte hier Hilfe. Mal sehen, was ich tun kann. Schau mal kurz. Tada. Okay, mach auf. Erledigt. Mach auf die Bude. Der Gründer Bücherstore. Bücherladen. Geld haben sie wieder nichts verdient hier an den Büchern. Hier gibt's Pistolen, Zeitung, Teddybären, Zigaretten, alles was so Kinder brauchen. Anarchisten verlieren in unserem fairen Stadt oder Staat. Machen wir es mal hoffen. Wir sind ja gerade nicht auf der Skyline. Deswegen bringt's das jetzt eh nicht. Ah, hier wieder unsere unsere Physikerin, die Verrückte, Rosalinde. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Aha. Wahrscheinlich lebt der Bruder in einer anderen Zeit oder so. Keine Ahnung. Oh oh. Shit, sie kommen. Sie kommen. Haha. Geht erstmal sterben, meine Freunde. Geht sterben. Ihr Bastarde. Ihr ganzen Verräter. Ja, beeil dich mal. Ich glaube, es reicht langsam. Los, Raben. Oh, cool. Was das Grüne nur soll, das verstehe ich noch nicht ganz. Grüner Sog. Komisch. Ziemlich arme Soldaten. Oder Revolutionäre. Was auch immer. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Oh. Da
hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Warte mal, war das jetzt ein Mensch, den der Typ entführt hat, oder? Ich schaue es mir nochmal kurz an. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Ja, aber hier ist doch kein Knopf. Ist jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht gibt's noch eine andere Kasse, müssen wir mal schauen. Jetzt weiß ich nicht ganz, hat er Kleider oder Kleine gesagt? Entweder hat er noch ein Kind oder irgendwelche Kleidung geklaut. Das müssen wir noch herausfinden. So. Jetzt müssen wir erstmal hier den Geheimgang oder so finden. Oder wir müssen einfach wieder raus. Genau. Wir müssen einfach wieder hoch. Dimwit and Duke. Dimwit, der faule Soldat. Hey, this gun heavy. Duke. At you, Patriot. Is always alert. Also, Dimwit sagt, diese Gun ist sehr schwer. Und der Duke sagt, ein wahrer Patriot schafft alles oder so. Ja, komm, passt. Geh mal wieder. Aus dem faschistischen Buchladen. Was? Nein, die Arbeiter. Und Michael Jackson greift an, fuck. Gar nicht gut. Was? Salze, danke. Das ist, ja, wichtig. Aha. Cool. Oh, sind ja schon alle tot. Das ging aber schnell. So. Ja. Ich führe eine sehr gute Haushaltskasse. Ja. Sehr gut sogar. So, dann gehen wir mal hier hoch, würde ich sagen. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Ja, was wollen wir denn hier noch? Gibt eh nichts. Zur Not könnte ich es ja irgendwie aufbrechen. Also von daher. Ah, hier gibt es noch ein paar Kassen. Vielleicht ist hier irgendwo so ein Knopf. Mal schauen. Ach Mist, ich komme gar nicht runter. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ah, hier geht's. Geld, 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 Geld. Und eine Frau. Hey, ich will hier raus. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Wir holen mal den Aufzug, ja. Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Wie jetzt? Willst du es mir nicht aufmachen? Wo sollen wir den denn jetzt finden? Witzig. Das könnte es sein. Hä? Was könnte es sein? Ach, die Bücher dort. Ah. Okay, ich guck mal. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Ja. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Wo? Oh oh. Das Songbird. Scheiße. Fuck. Nein. Nein. Die haben den Song abgespielt. Nein. Wow. Verdammt. Der hat einen Laserblick.
Oh oh. Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Wie? Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Okay. Ich versuche mein Bestes. Ich glaube, wir müssen wieder pushen. Ja. Push it. Downtown Emporia. Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroys Tod alles zu Ende sein würde. Aber es gibt noch viel mehr von dieser Sorte. Da hast du recht. Leider. Oh oh. Fuck. Sieh mal. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Ja. Leider. Wir zerstören alles. Verdammt! Na dann. Wie kommen wir jetzt rüber? Ah. Wir müssen schnell auf die Skyline. Und los geht's. Immer drauf, immer drauf. Woohoo! Haha, cool. Komm schon. Da, der da! Schon dabei! Mach das! Yeah. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen das schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir schaffen das. Zack. Skyline. Angriff. Nee, doch nicht. Aber jetzt hab ich euch. Du Satansbraten. Haha. Mist, da ist noch einer. Okay, das war's. Hey, cool, der hatte Hot Dogs. Oh, Mist, wie viele kommen denn jetzt? Shit. Danke. Wo ist er denn hin? Wo ist er? Komisch, es. Ah, da ist er. Das war jetzt, ach so, auch noch ein Widerständler. Ich dachte, das ist irgend so ein Polizist oder so. Yes. Aber klar. Ja, Gesundheit wäre gar nicht mal so schlecht. Danke. Sehr nett von euch. Ein Köder. Was bringt das denn? Das ist der Witt, oder? Ja, gell. Ich bin der Köder, cool. Wow. Nein, der Handyman. Wie geht das denn? Ich dachte, wir haben ihn erledigt. Nein. Komm schon. Fuck, fuck, fuck. Nein, nein, nein. Komm schon, Elizabeth. Komm schon. Du schaffst das. Oh, ich hasse diesen Handyman. Wie die Pest. Wo sind wir denn hin? Wo war er denn? Ach, dort oben, oder wie? Okay. Oh Mann, ich hasse den so sehr. Ich weiß nicht, wie wir den fertig machen können. Das ist mein Problem. Kämpfen die jetzt gegeneinander oder was? Ich weiß es nicht. Ja,